Flair Games. Super Rappen. Oder Reapen. Dawn of Steel. Und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Mark Hoxie. Wir spielen Dawn of Steel an. Und ich bin gespannt, wie das Game ist und wie es sein wird. Ich bin auf jeden Fall schon ganz, ganz neugierig. Und ja, gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Es ladet momentan noch. Oh, Akkuladung 15%. Laden Sie Ihr Tablet auf oder tippen Sie hier für, keine Ahnung, für irgendwas. Ich habe das noch nie gespielt. Ich wollte es eigentlich schon lang spielen. Aber ich bin noch nie dazu gekommen, es zu spielen. So, auf jeden Fall werde ich langsam ungeduldig, weil ich jetzt endlich anfangen will. Meine kostbare Lebenszeit. Na, ja, geht doch. Ladezone säubern. Oh, nochmal laden. Ah. Rühren, Captain. Ich bin Oberst Wharton und ich werde Sie auf den neuesten Stand bringen. Fangen wir damit an, wie Sie Ihren Rig kontrollieren. Ich glaube, das hatte mal Tramp gespielt vor Ewigkeiten. Tippen Sie, um Ihren Rig abzusetzen. Tatsächlich. Gut, versuchen Sie jetzt, Ihren Rig näher zu diesem Fluss zu bewegen. Tatsächlich, jetzt weiß ich, wie alt dieses Spiel eigentlich schon ist. Tippen Sie auf die Fähigkeiten, um mit dem Zielen zu beginnen. Tippen Sie, ziehen Sie dann über die Mauerabschnitte. Jo. Und zack. Schießen Sie erneut. Sie können mit jeder Salve bis zu 6 Ziele angreifen. Ja, Feuer. Hallo, wie schießen wir? Okay. Zerstören Sie jetzt den Rest der feindlichen Basis. Hinweise werden rechts am Bildschirm erscheinen. Wenn Sie etwas Neues entdecken, tippen Sie auf das Symbol, um den Hinweis zu öffnen. Zerstören Sie die feindliche Basis. Ja? Eieiei. Läuft. Zack. Und zack. Gute Arbeit, Captain. Ihr nächster Kampf wird allerdings nicht ganz so einfach. Okay, ich bin fast gestorben, aber es heißt drum. Rick. Wenn Sie mit Ihrem Können mit dem Raketen-Rick beweisen, gewähre ich ihm den nächsten Zugriff auf noch schwereres Gerät.
Okay, Sichtlinie. Kampf endet in 3 Minuten. Okay. Gehen Sie hinter die Mauerentdeckung und die Sichtlinie zu unterbrechen. Geht ja schon gut los. Feuer! Okay, dahin kaputt. Kampfübung 2, 100% Basisstatus vernichtet. Zum Fortfahren tippen. Das ist Ihre Hauptbasis. Captain, Sie müssen Ressourcen erlangen, um Ihre Armee, Verteidigung und schließlich Ihr Imperium auf Levatan aufzubauen. Zuerst müssen wir unsere Basis verteidigen. Öffnen Sie das Baumenü. Captain. Okay. Scheiße, übersprungen. Okay, das bauen wir dahin. Bestätigen. Tippen Sie auf Angriff. Schrotflintentest. Verschiedene Situationen erfordern verschiedene Herangehensweisen. Ich habe Ihnen vorübergehend Zugang zu einer Standard-Schrotflinte gewährt, die mit großer Steuerung Schaden anrichtet. Setzen Sie sie gegen die Drohne ein. Oder Drohnen. Zerstören Sie die Drohnen und Ihr Spawner. Gut gemacht, ich nehme die Schrotflinte jetzt wieder an mich. Keine Angst, Sie werden noch Zugang zu neuen Waffentypen, alle mit Ihren eigenen Stärken und Schwächen erhalten. Okay. Entschuldigung. Captain, wenn Sie neue und stärkere Gebäude für Ihre Basis freischalten wollen, müssen Sie einen höheren Befehlsrang erreichen. Tippen Sie auf Ihren Befehlsrang. Ihre Basis muss in einem erstklassigen Zustand sein und Ihre Ressourcenlieferung immer unverzüglich an das Hauptzentrum oder Hauptquartier geschickt werden, damit Sie einen höheren Befehlsrang erreichen können. Na los, machen Sie Ihre erste Lieferung. Okay, los geht's. Sie wurden befördert. Sie haben jetzt Befehlsrang 2 von, keine Ahnung. Neue Gegenstände verfügbar. Drohnen-Spawner. Oder Swarmer. Gute Arbeit. Vergessen Sie nicht, warum wir auf Levitan kämpfen. Um so viele seiner Ressourcen zu sichern wie möglich mit jedem Befehlsrang, werde ich weitere Upgrades freischalten. Aber im Gegenzug erwarte ich immer größere Lieferungen. Los geht's. Letzter Test. Los geht's. Nur wieder.
Gut, das Ganze noch auf dieser Seite. Vergessen Sie nicht, dass einige feindliche Verteidigungen nicht sehen, was sich hinter den Mauern und Gebäude befinden. Alter Schwede. Okay. Es wird richtig knapp. Geschafft. Na, Halleluja. Es wird ja immer schwieriger. Wäre ja auch tragisch, wenn nicht. Okay. Der Orb. Ausgezeichneter Fortschritt, Captain. Sie sind bereit für die Erkundung von Levitan. Tippen Sie auf den Orb. Das nennen wir Orb. Es ist Ihre persönliche Ansicht des Planeten. Das ist Ihr Heimsektor, in dem Sie Ihre Hauptbasis befinden. Die Bürokraten auf der Erde haben Levitan anhand dieser Sektoren aufgeteilt. Um neue Gebiete zu erobern und mehr Ressourcen zu erhalten, müssen Sie in den Eingangssektor eine Zone einnehmen. Beginnen Sie damit, indem Sie diesen Feind angreifen. Angriff. Yeah. Kraftzelle. Rick im Kampf absetzen. Okay. Unser erster offizieller Kampf. Okay, ich glaube, das hier wird richtig heftig. Und ich werde, glaube ich, erst sterben, bevor hier irgendeine Zeit abläuft. Sieg! Natürlich gilt immer der Grundsatz, wenn ihr mehr von einem Spiel sehen wollt, lasst es mich wissen und wir zocken natürlich mehr, gar keine Frage. Mit Hilfe ihres Orbs können Sie die Sektoren scannen, um nach Feinden und Ressourcen zu suchen. Lassen Sie uns den nächsten Sektor scannen, um den Feind zu finden. Okay, scannen wir. Greifen Sie diesen Feind an, Captain. Angriff. Das ist Ihre Ausrüstung, Captain. Hier können Sie Ihre Rigs bessere Komponenten und stärkere Waffen ausrüsten. Beginnen Sie mit dem Kauf eines neuen Maschinengewehrs. Kaufen und ausrüsten. Denken Sie immer daran, Ihre Komponenten regelmäßig zu verbessern. Starten Sie einen weiteren Angriff und probieren Sie Ihr neues Maschinengewehr aus. Absetzen. Das letzte Mal für heute. Los geht's! Wo es auch immer hingehen mag. Okay.
Feuer! Oh, weia. Feuer! Oh je, Mini. Das war's. Hä? Okay. Alles klar, wir haben es doch geschafft. Tja, meine Freunde. Es dauert eine gewisse Zeit, bis ihnen die Kontrolle über einen Sektor überlassen wird. Bei manchen Sektoren dauert das länger als bei anderen. Das ist ein guter Anfang, Captain. Sie sollten sich diesen kürzlich freigegebenen Sektor schnappen. Unter welchem Namen soll sie der Rest von Levitan kennen? Nee. Melissa. Nee, unter 1, 2, 3. Okay. Fertig. Sehr gut, ihr zweiter Rig ist schon fast in der Basis angelegt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios, amigo libido. Na, gehst du jetzt aus?